Lieber Wassermann, bis zum 8. August bildet Merkur eine Opposition zu Pluto, Saturn und Jupiter. Die erste Monatswoche wird besonders wichtig für dich sein. Probleme können auftauchen, wenn man sich nicht rechtzeitig um eine Angelegenheit gekümmert hat. Das Unfallrisiko steigt deutlich an. Sport oder körperliche Anstrengungen sind unbedingt zu meiden. Zwischen 1. und 4. August bildet Mars einen Quadrat zu Jupiter. Im Laufe des Monats könntest du viel Papierkram erledigen müssen, Auseinandersetzungen mit Autoritätspersonen, Ämter, Anwalt oder Chef sind nicht auszuschließen. Allgemein gesehen bist du etwas beunruhigt und vielleicht auch durcheinander. Am 3. haben wir einen Vollmond in deinem Zeichen. Du wirst endlich eine Sache regeln und klären können, die dich seit langer Zeit beschäftigt hat. Diese Sache könnte mit dem Thema Finanzen direkt oder indirekt in Verbindung stehen. Dieser Mond wird dir helfen, neue soziale Kontakte zu knüpfen, die dir behilflich bei der Verfolgung eines Ziels oder bei der Lösung eines Problems sein werden. Zwischen 10. und 13. des Monats hast du Mars Quadrat zu Pluto. Du wirst eine ermutigende Kraft spüren, die du vernünftig umsetzen solltest. Sei vorsichtig auf deine Reaktionen. Probleme und Unstimmigkeiten werden jetzt erkennbar und diese fordern dich auf, diese zu lösen und zu korrigieren. Am 14. haben wir Mond in Zwillinge, Sextil zu Mars in Widder. Nutze die Zeit, ein bisschen mehr Abwechslung in deinem Leben zu haben. Eine Pause von alltäglichen Sorgen wird dir gut tun. Am 15. geht dein Herrscherplanet Uranus rückläufig in Stier. Das heißt, bis Anfang 2021 wirst du viel daran arbeiten, dir deine finanzielle Eigenständigkeit zu erarbeiten oder zu verstärken. Du wirst bald den Wunsch haben, deinen Wohnort zu wechseln. Zwischen 16. und 18. des Monats haben wir Venus Sextil mit Uranus. In der Liebe hast du eine besondere günstige Konstellation. Verständnis und Toleranz werden dir helfen, Missverständnisse auszuräumen. Wenn du eine Schwester oder Arbeitskollegin hast, dann wirst du Neues von ihr hören. Die Gesundheit eines engen Angehörigen kann gefährdet sein. Am 19. haben wir einen Neumond in Löwe. Du wirst eine Benachrichtigung erhalten, die dich erfreuen wird. Neue Unternehmungen mit dem Lebensgefährten oder mit einem Geschäftspartner sind möglich. Zwischen 20. und 24. haben wir Mars Quadrat Saturn. Möglicherweise hast du einen wichtigen Termin an diesen Tagen. Wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du lernen, deine eigenen Aggressionen zu beherrschen. Zwischen 25. und 29. August haben wir Merkur Trigon Jupiter. Eine kleine Reise oder Besuch kann sich am Monatsende ergeben. Zum Schluss haben wir eine Opposition zwischen Venus und Pluto zwischen 30. und 31. Untreue und Geheimtuerei können mit dieser Konstellation vorkommen. Im Bereich der Finanzen solltest du vorsichtig sein, dich nicht von anderen Menschen täuschen zu lassen. Mein lieber Wassermann, ich bin mit diesen Aussagen fertig mit der allgemeinen Monatsprognose. Wenn du eine individuelle Vorausschau haben möchtest, meine Kontaktdaten findest du bei der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Glück für August 2020, viel Liebe und wir sehen uns beim nächsten Video.